so, Büros, heute gibt es mal einen schönen Vergleich von älteren Reibkopfknallern. Wir haben hier alle möglichen Sorten. Wir haben hier Debifuck, ältere Nico Harzer Knaller, Harzer Hexenknall von Debifuck, Koboldknaller von Feistel, dann hier Piccolo Corsair von Vego, die Pirat von Silberhütte, dann nochmal Harzer Knaller mit dem Silberhütte Logo, dann hier Silberknaller von auch mit von Vego mit dem Sachsenfeuerwerk Logo. Sachsen. Dann hier Pyro Kracker von Pyro Max, Harzer Teufelsknaller, dann Silberknaller von Silberhütte, nochmal Debifuck Teufelsschlag, deutscher Kracher, Powerkracker noch mit Silberhütte Logo und die Karacho von Vego. Ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall mal testen. Werde ich eigentlich auch noch vorgestellt, oder? Genau, Effektfeuerwerk ist auch mit dabei. Jawohl, also Pyros, wenn es dafür kein Like für die Auswahl, also da weiß ich auch nicht. Also ist wirklich echt krass. Ja, hat sich auf jeden Fall viel angesammelt die letzten Jahre. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Test. Ich hab Bock, Alter. So, Pyros, los geht's mit dem Piccolo Corsair von Vego. Ziemlich kleine Teile. Mal schauen. Immer zwei Stück von jedem. Richtig laut die Teile. Weiter geht's mit den Silberknallern von Silberhütte. Das sind mit die größten. Ja, war auch in Ordnung der Knall. So, dann geht's weiter mit den Karachos von Vego. Auch nochmal richtig kleine Teile. Richtig unschön, ne, die Dinger. Ja. Noch ein Verbucher. Schade. Machen wir noch einen. So, jetzt nochmal noch einen. Der war schon besser. So, dann geht's weiter mit dem sehr schönen Harzer Hexenknall von Debifuck. Jawohl. Wirklich noch richtig geile Teile. Sollen ja noch den Goldfunkenausstoß haben. Sind gespannt. Richtig geile Teile. Das ist ein Goldregen an. Geil. Richtig geil. So, dann geht's weiter mit den Silberknarren aus Silberhütte. Auch noch richtig gut verarbeitete Teile. Ja, nicht so gut. Der war besser. Dann machen wir deutscher Kracher von Vego. Das ist ja oldschool wieder. Hier noch mit Sachsenfeuerwerk-Logo. So sehen die aus. Ja, ging so, war eher Durchschnitt. Dann machen wir die Pyromax Kracher. Auch ziemlich lang die Teile. Ja. Ja. Durchgezischt. Und es leider. Machen wir noch einen. Aber das sind meine Halbkopfröller, ne? Die knallen wenigstens. Ja. Guter Knall auf jeden Fall. Dann Harzer Teufelsknaller von Vego. Schönes altes Pyroart-Logo. Ja, Vego Pyroart. Auch wieder hier lila. Ja, der erste war eher schlecht, der zweite ging so. Dann geht's weiter mit den Harzer Knallern. Schon mit dem Nico-Knallerlack-Logo. Und Reibrecht. Sehr dumpf. Alter. Eher Verpuffer. Dann haben wir hier die Silberhütte Pirat. Auch Silberhütte. Auch noch schöne Verpackung.
So sehen die aus. Der war deftig. So, dann geht's weiter. Davy fuckt Teufelsschlag wieder. Aus Uftrum. Mega geil. Bin ich auch richtig gespannt drauf, wie die sind. Das sieht man ja auch noch. UF. Uftrum, ne? Goldfunken. Leute, guckt euch das an. Richtig. Die sind richtig geil. Dann hier Harzer Knaller mit dem Silberhüte-Logo. Mojica. Auch wieder hier grüne Böller. Auch in Ordnung der Knall. So, jetzt kommen die Kobold-Knaller von Feistel. Altes Familie-Logo. Feistel-Logo. Oh, Freiberg? Mal weiter rüber, ja. Hier piepen Brock, Pyrotechnik. Mhm. Gab es dieses Jahr bei Taschpyro? Ja, für 11 Euro. Eher schlecht. Ja, auch nicht so besonders. Dann haben wir hier wieder Debifuck, Teufelsschlag. Auch rot. Mal schauen, ob die auch die Goldfugenregen haben. Die haben den. Ja. Dann noch den zweiten. Goldfunken, ey. Sehr gut. Also, was könnte man da heute auch noch machen? Auch? Das ist doch kein Ding. So, was haben wir noch? Bang and Run. Die Power Cracker, auch aus Silberhütte. Noch mit dem Mulkan. Auch wieder rote Knaller. Super leute Knaller. Mal sehen. Warte mal. Hä? Ja. Das ist 1. Wenn wir das sehen, dann lassen wir 1. P2 zulassen. Geil, ey. Wir müssen noch den zweiten. Ja, auch in Ordnung der Knall. So, als kleine Zugabe. Was jetzt nicht auf dem Bild oder bei der Vorstellung dabei war, haben wir jetzt hier den Schwärmer A von Komet. Der erste war richtig gut. Und noch als zweites, auch der letzte Artikel für heute, der Kometknaller Schweizer Kracher. Auch nicht so besonders. Leider Raritäten. Also auf jeden Fall die Davyfuck-Knaller, richtig geile Teile mit Goldfunken. Wollte ich sagen. Und damals waren der Treibgriff-Knaller auch noch gute Lautstärke. Ja, nicht so wie heute. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also ungefähr mindestens 2 Millionen Likes drauf bei solchen geilen Treibgriff-Knallern. Ja, also richtig geile Teile noch. Wenn ihr da rankommt, kauft die euch. Respekt dran, dass die Dialekt sind. Ja. Dann bis zum nächsten Video. Euer Effects Firework featuring Pyro Extreme HD.